Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Days Gone. Ja, ich habe nur mal eben unser Bike vollgetankt. Die Kanister da unten aus dem Lager. Und wir müssen zu den Pillen gehen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Verfolgungsjagd ist oder... was es ist. Wo war der nochmal? Oh nein, ich darf nicht springen. Ich komme später zurück und beende dann die Arbeit hier. Ich hab ihn entdeckt. Es sah aus, als würde er auf jemanden warten. Dick, lass ihn nicht entkommen. Ich will ihn lebend. Was zur Scheiße, Tucker, lebend? Er hat mehr geklaut als gedacht. Ich muss wissen, wo er das Zeug versteckt hat. Oh, Scheiße. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Oh, komm schon, Rose. Wo willst du hin, ha? Bin immer noch hinter dir, du Arschloch. Okay, dann eben auf die harte Tour. Halt an, ich will nur reden! Deswegen schickt Tucker dich! Oh, ich hab dich, du Arschloch! Oh, das ist ja noch einer. Hey, Roach, wie läuft's denn, Kumpel? Siehst du, ich sag ja, ich bring dich nicht um. Da kommt was von hinten. Ja, Dick, nein! Ich hab nichts gemacht! Tucker sieht das anders. Ich schätze, als Leon und Alvarez mit den Pillen abgehauen sind, haben sie dir nichts abgegeben, ha? Dick! Nein! Nein, 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 sag mir, was du dir dabei gedacht hast. Ich will's verstehen, okay? Du hast den Rest eingesteckt, als die Alte gerade nicht geguckt hat? Dick! Ich hab nichts dabei, okay? Durchsuch mich! Nein, das ist nicht mein Job. Das überlasse ich Erkai. Da ist schon wieder eine Horde in unserer Nähe. Was ist denn los mit den Horden? Hey, Tuck, ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf. Elkai soll Leute schicken. Lebt er noch? Hatte er die Pillen? Nein, bitte! Ja, noch lebt er. Aber wenn das so bleiben soll, dann sollte Elkai seinen Arsch hochkriegen. St. John Ende. Bitte! Newsman, hörst du mich? Lass mich nicht so zurück! Verrückte Frage. Hast du schon mal was von deinem Donner-Alge? Scheiße, fick dich! Hast du denn das? Die Kleine, die ich mitgebracht habe. Ich will sie ein bisschen aufheitern. Und sie hatte früher so ein Ding. Mann, keine Ahnung. Der Geschenkeladen beim Belknap-Krater? Oder vielleicht Marion Fox? Ja, okay. Danke. Ein Geschenk für Lisa besorgen. Das mache ich gern. Aber wie immer erstmal tanken und dann da. Ein Donnerei. Okay. Ist die Horde da jetzt? Der ist weit genug weg. Wieso habe ich die Pistole noch? Ach ja. Nachladen. Das ist gut. Speichern ist auch gut. Eigentlich wollte ich nachladen. Und nicht speichern, aber egal. So, ja, wir haben noch. Aber die Tankstelle ist eh direkt auf dem Weg. Weit ist der Typ ja nicht gekommen. Ich glaube auch, wir haben ein bisschen Glück gehabt, weil der schien auch einen Begleiter gehabt zu haben, den wir aber irgendwie nicht mehr abbekommen haben, weil wir ihn so schnell gekriegt haben. Hätte er mal seine Einspritzung gemacht.
So, war eine schnelle Tour. Ich schaue es auf der anderen Seite. Na egal. Machen wir so. Ein bisschen Zeug mitnehmen. Oh, dann mal los. Das war's. Und weg mit dir. Aufstellen, drüber hüpfen. Einsammeln. Das ist aber voll. Das ist okay. Dann machen wir es auch direkt auf den Weg. Da ist auch eine Höhle. Cool. Aber irgendwie sind ja sowieso alle unterwegs. Ja, weiß ich auch nicht. Oh, das hat mein Bike aber gar nicht gut getan. Ich krieg das schon hin. Okay. Sollte vielleicht nicht mein Bike als Jagdwaffe benutzen. Da unten ein LKW Ein Hirsch auf der Straße. Vor zwei Jahren wärst du platt gemacht worden. Der hatte drei Wölfe am Popo. Ob seine Überlebenschancen sind auch jetzt nicht gut. Ja, ein Camp voller mordender Drifter. Die Arschlöcher kommen mir bekannt vor. Schau weg! Nein! Ach, verdammt! Gerade mein Bike repariert, du Arsch! Gewitter! Ach, Mann! Hier kommt immer was dazwischen, ne? Ich muss sie alle töten. Das Camp haben wir doch schon mal gemacht, oder? Dieser verfluchten Mörder. Das haben wir doch schon gemacht. Ja, wie gefällt dir das, hä? Nee, das haben wir nicht gemacht. Na, junge Frau, wo gehen wir denn? Rennt ihr zwei denn da jetzt zusammen rum? Die sehen jetzt die Leiche, oder? Shit. Da kommt ich! Oh, verdammt. Hat ja mal dran. Er fühlt sich da drüben sicher. Oh nein! Ich hab's schon wieder mal vor. Och man. Nee, komm mal raus. Also bitte. Komm raus und dann reden wir drüber. Unverschämtheit. Immer versaut ihr mir meine Sneaky-Attacks hier. Alles ist nicht meine Schuld. Das ist die NPC-Schuld. Oh, da ist eine Falle. Toll. Habe ich fast reingelatscht. Ich hab was gesehen. Sollte ein bisschen vorsichtiger sein. Wie vielen Driftern habt ihr schon aufgelauert, hä?
Bike hier gerade geschrottet habe. Überall die Stolper fallen. Fang jetzt nicht an, auf die Freaker zu schießen. Oh mein Gott. Dummer Idiot. Das verfluchter Bastard, wo willst du hin, hä? Weil wenn die hier rumballern, dann kommen die Freaks auch hier hoch. Ballern. Bin unterwegs. Reiß ihn ein. Ja, es leckt. Warum leckt? Okay, Rückzug. 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 Ich brauch Deckungsfeuer. Das wird dir gefallen. Oh. Nein, nein, nein. Ja, das ist, oh Gott. Kopftischkante. Aber wir können das Camp jetzt, glaube ich, nochmal in Ruhe neu anfangen. Ach ja. Oder ich ignoriere es. Warte, mein Bike ist ganz. Nee, wir machen's weg. Komm. Nur jetzt mal wirklich, wirklich sneak. Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen entkommen lassen. Nein, falsche Waffe. Das ist erledigt. Jetzt der Rest von euch. So, wo sind die zwei? Die kommen nicht doch da. Okay. Okay. Wollte warten, bis der hinter der Holzbarrikade ist. Wenn wir jetzt nämlich auf unser Bike gestiegen wären, dann hätten die uns 100 pro wieder, also der Sniper hätte uns 100 pro wieder erwischt. Schrott ist immer gut. Da hast du recht, Ding. Tut mir leid, junge Frau. Sie haben sich leider das falsche Business ausgesucht. Ihr tötet wohl gerne Drifter. Wie gefällt euch das? Okay. Ah, nein, es geht doch wieder los.
weiß nur nicht, wieso die mich eben gesehen haben. Ist das alles? Hier bist du. Hier ist wer? Normalerweise würde ich sagen, lass die Freaker die killen, dann ist gut, aber... Ich hab dich! Er ist direkt hier! Wer ist denn er? Die haben mich doch gar nicht gesehen. Getroffen, getroffen! Oh. Den habe ich nicht gesehen. Meiner Position. Hä? Verstehe ich nicht. Gerade mal die Hälfte von denen. Ja, lauf du nur. Da kommen welche! Alter! Wie viele von euch gibt's? Getroffen! Auch egal, nicht genug. Wo kam der? Was mit dem? Ach, jetzt habe ich den Helm erst runter. Oh nein. Oh, verflucht. Habe ich ja gesagt, wenn die hier oben ballern, locken die die an. 77. Schön verstecken, wieder wechseln. Aber man muss ja nicht intelligent sein, um Plünderer zu sein, ne? Es leben immer noch drei von denen. Weil diese cleveren Plünderer wohnen direkt über einer Freaker-Höhle. Und ballern trotzdem hier rum, wie bescheuert. Intelligent ist anders, würde ich sagen. Rechts von mir.
Dann nehmen wir Muni mit. Ja, wo denn? Oder sind das jetzt die Freaker? Ja, die Freaker. Da ist ihre Höhle. Da ruhen sie nämlich. Ist also nicht so schlau, hier oben rum zu ballern. Und hier zu wohnen ist schon super dämlich. Aber wo sind jetzt die anderen Bewohner hier? Da drüben können wir was aufsprengen. Aber ich werde jetzt die nicht sprengen. Na, jetzt wird mir hier überall was angezeigt. Gehen wir hier rüber. Gucken, was wir hier noch finden. Gar nichts. Ich denke, wir müssen auf der anderen Seite außen um das Camp rum. Hier oben ist ja, denke ich, niemand mehr. Hier sollte zumindest keiner mehr leben. Der noch dabei. Ja, Moment, kann ich mir. Nö. Kann nichts herstellen. Und, wie haben die Freaker denn bitte die Falle nicht ausgelöst? Man weiß es nicht. Einer. Ich dachte, da ist jemand. Verdammt! Hier bist du. Du hast schon wieder geschossen, ey. Fehlen ja immer noch welche. Na, müssen wir da weiter außen rumgehen, aber erstmal kurz warten. Was unsere Freaker-Freunde so machen. Ich denke, ich hoffe. Was die restlichen. Oh Gott, wer ist da? Niemand. Der Letzte. Wird Zeit, es zu beenden. Ja. Ja. Eine Rohrbombe, sehr schön. Irgendwo hier muss er sein. Und da ist auch ein Bolzenbaum. Und da ist ein Bunker. Okay, da müssen wir gleich rein. Oh. Ich fasse in die Falle gerannt. Da ist er. Das waren alle. Jetzt wisst ihr, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sein, ha? Ja. Kicken. Die sehen doch aus, als könnten sie einen unterirdischen Bunker haben. Deine Logik ist wieder mal on point. Jetzt, wo sie tot sind, da wissen die genau Bescheid, wie sich das anfühlt. Wo war die Falle? Da. Ein Bunker. Ja, da ist er. Yay! Damals war das Leben auch eine Art Hölle.
jedes Mal, wenn man ein Flugzeug gehört hat, dachte man, das war's jetzt. Das ist der Flieger, der uns die Bombe auf den Kopf wirft. Und wir überlebten die rote Angst. Niemand wusste, ob der Nachbar rot-weiß-blaues Blut in den Adern hatte oder Kommunist. Ach ja, jetzt redet er über den Kalten Krieg. Wir will den Hinterhalt geben. Fast wie ein Level ab. Hinterhalt Games haben wir jetzt 21%. Läufe Design. Herstellungsrezept freigeschaltet. Und was? Na, auch Bomben. Ah. Rot im Herzen. Man traute niemanden. Mein Vater, der Ruhe in Frieden, lehrte mich, dass man in dunklen Zeiten nur im Untergrund überleben kann. Mit ihm baute ich meinen ersten Bunker. Doch wir konnten ihn nicht im Garten bauen, wo die Nachbarn spionierten. Wir mussten raus in den Wald gehen, weit weg von der Straße, wo niemand ihn finden würde. Mit einem Bunker weiß man, dass man, wenn das Land völlig den Bach untergeht, einfach den Einstieg öffnen und reinklettern kann, dann ist man sicher. Mit Funkgerät und massig Vorräten und Waffen. Das hat sich nicht geändert. Lieber ein Bunkergraben als ein frühes Grab. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja, Cope? Wie ist das für die armen Kerle gelaufen, die den... Warum? Das hat es jetzt nicht beendet. Ja, ich verstehe es manchmal echt nicht. Spät. Ist hier noch ein Seil? Ja. So, tanken. Und dann suchen wir nach dem Donnerei. Oh nein. Warum muss jetzt... Ach, oh, come on. Denn jetzt die Nahkampfwaffe gewechselt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte doch nur mein Bike tanken. Kann ich da dem Liegen tanken? Nein. Das ist doch... Mann. So, jetzt komm. Passt da Robert rein? Ja, passt immer was rein. Warum tanke ich denn nicht? Hallo? Ah, gutes Timing. Bin ich angegriffen, ne? Fertig. Komm drauf und weg. Ah! Ich weiß nicht, wie viel das ist. Ach, hier sind wir. Hier kommen wir auch noch öfters hin. Oder dran vorbei. Ja. Geschenkeladen. Muss es doch sowas geben. Weil da geht's nämlich zu den Rippern. Aber die kommen noch etwas später in der Story. Auch eine interessante Story. Da. Wir haben einen Donnerhall. Keiner sieht mich, keiner hört mich. Ich bin voll sneaky. So. Dann einmal kurz speichern.
Können wir Schnellreise machen? Können wir. Dann machen wir das auch. Und weg sind wir. Ja, dann würde ich sagen, ist jetzt auch eine halbe Stunde, dank meines Todes, geben wir das Geschenk in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Deck like a codec, girl, you own that. Cruise around without a plan, girl. We'll never go back, girl, you know that. You were so bad, let's just spend a couple grand, girl.